Online-Marketing am Morgen. Das Format. Euer Format. Mit dem klügsten und schönsten Chat. Hier, um das Internet aufzuräumen. Hier, um aufzuschlauen. Spaß zu haben. Voneinander zu lernen. Leute, einen wunderschönen Freitagmorgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu Online-Marketing am Morgen. Das Format mit euren ganzen Fragen, Thesen und Websites. Und wir haben unser Jubiläum sowas von verpasst. Ich habe mal recherchiert, das erste Mal live gegangen, so richtig bin ich am 17. März letzten Jahres. Eieiei, wir haben es komplett verschlafen. Prospectly ist am Start, Proxbeard. Wetti, ein wunderschön. Ja, also, aber wir feiern ja erst das 5-jährige, 10-jährige, 50-jährige, diamantene Twitch-Hochzeit hier. Aber das kriegen wir auch noch alles hin. Richtig cool. Schön, dass ihr alle da seid und ach, wir haben alles Mögliche vor. Und ich habe schon hier aus meiner Kaffeetasse genascht. Oh, herrlich. Hab euch auch vermisst. Wir waren ja im fröhlichen, langen Osterwochenende. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ich wünsche euch frohe Ostern nachträglich und ihr kennt das ja. Ne? Die ersten 5 Minuten sind hier ein warmes Willkommen. Wir richten uns hier alle ein, brühen noch unser Heißgetränk unserer Wahl, damit wir halt bestmöglich fit sind, um dann gemeinsam heute die ganzen eingetrudelten Fragen besprechen. Und ihr habt natürlich auch jederzeit die Frage. Ne? Ihr seht das da unter bit.ly/frag-patrick könnt ihr auch immer eure Fragen, Thesen, Websites loswerden. Wir haben auch schon nicht nur Websites, sondern auch zum Beispiel LinkedIn-Profile auseinandergenommen. Und wir hatten ja auch schon Gäste hier zum Thema Pinterest, Webanalyse, Video, YouTube. Und auch da möchte ich gerne noch ein bisschen weiter natürlich investieren und überlege mal, was so die nächsten Themen sein könnten. Also auch wenn ihr da Ideen habt oder auch selber mit mir hier in den Diskurs gehen wollt, immer gerne melden. Wir können hier gemeinsam das Format gestalten. Und wie gesagt, das ist ja auch euer Format. Ne? Der Chat gehört euch. Ihr seid der Chat. Ihr seid der klügste und schönste Chat. Stellt euch auch untereinander vor. Ihr könnt hier auch direkte Links teilen zu euren Social-Media-Profilen, damit ihr euch vernetzen könnt, euch gegenseitig aufschlauen könnt und natürlich miteinander Business machen könnt. Das ist so das Ziel. Und mal sehen, was wir heute so vorhaben. Wieder eine sehr wilde Mischung an Themen und Thesen da draußen. Ich würde ganz gerne, wie starte ich denn eigentlich? Ich glaube, ich starte tatsächlich so, wie ich es geplant habe. Genau, das stelle ich mal ans Ende tatsächlich. Genau, und zwar wir starten einmal mit einer Frage, wo ich damit konfrontiert werde. Hey Patrick, du sprichst ja mal vom Internet aufräumen, aber wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft eigentlich so ein Audit zum Beispiel von der Webseite ab? Das können wir einmal hier gemeinsam natürlich durchgehen. Und dann können wir auch noch beobachten, wie meine Haare wieder immer länger werden. Ich muss auch bald wieder zum Friseur. Und dann habe ich tatsächlich selber, ich habe ein Gesuch der Woche, dass ich euch hier mitgeben möchte. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Bisher war ich da leider noch erfolglos, deswegen bin ich sehr gespannt, ob ihr mir da entsprechend helfen könnt. Wäre mir persönlich sehr wichtig. Dann haben wir wieder ein Crowd-Investing der Woche, das ich euch vorstellen möchte. Und dann habe ich so einen kleinen Rundumschlag mitgebracht. Also ich werde immer wieder gefragt, auch hier im Chat, was waren eigentlich so die letzten Tools der Woche? Und wie sieht eigentlich so ein kleiner Rundumschlag aus, wenn ich einfach mal so ein bisschen Impulse setzen möchte? Und das möchte ich natürlich euch heute einmal mitgeben, so einen ganz klaren Rundumschlag. Wer die ganzen Bookmarks haben will, von dem, was ich dann da so zeige, kann sich natürlich dann auch nochmal gerne melden oder gleich natürlich in Echtzeit alles mit Bookmarken hier. Das ist auch gar kein Problem. Und natürlich, ihr kennt es, am Ende, wie immer natürlich, das Tool der Woche. Das Tool der Woche, auch wieder etwas, was unsere Kreativität fordert, aber auch direkt für uns Content erstellt. In welcher Form, das verrate ich noch nicht. Das ist so der kleine Spoiler. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Und
Was ist denn jetzt hier los? Proxbeat ist am Start, Mac Shorty ist am Start, Anita natürlich, Akupari ist da, Jan K. Michi ist am Start, der Codepfleger, Mutter Adventure, Contenterella, Mac Morning. Sehr gut. Wunderschön, wunderschön. Hier, die Tasse ist natürlich auch da. Ne? Der offizielle Omam-Merch. Manche verstehen Omam-Merch. Nein, es ist Omam-Merch für Online-Marketing am Morgen. So, wir starten einfach mal direkt. Und zwar hat mich folgende Frage erreicht. Moin, Vandenhoek. Wupp, wupp. Guten Morgen, Michael. Sonja ist natürlich auch am Start. Ach, schön. So, folgende Frage hat mich erreicht. Und zwar, du sprichst gerne vom Internet aufräumen. Wie kann ich meine Website aufräumen? Wie kann hier ein Audit ablaufen? Akupari, was ist da los? Hast du einen neuen Hintergrund, neue Farbe? Tatsächlich nicht. Das ist dieses hier, dieses wunderschöne Blau, mit dem ich schon hier die ganze Zeit arbeite. Mein wertvoller Bluescreen. Kein Special Effect. Das ist fassbar, greifbar. Das ist hier wirklich im Raum. Genauso wie hier. Ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit für unseren Frühlingswichtel, bitte. Er braucht noch einen Namen. Unser Frühlingswichtel braucht noch einen, ganz dringend einen Namen. Ich wusste selber nicht, dass es Frühlingswichtel gibt. Aber ich finde, der harmoniert sehr gut. Also ich finde so dieses Gelb-Blau, das sind ja auch so die Farben meiner Website. Damit fühle ich mich sehr wohl, muss ich sagen. Ein besonderer Gruß an den Blumenzwerg. Ja, also ich weiß gar nicht, sind Wichtel genauso klein bzw. groß wie Zwerge? Zwerginnen, ne? So viel Zeit muss sein. Und Wichtelin. Aber ist ein Wichtel auch ein kleines Wesen, wie ein Zwerg? Ich weiß es nicht. So, nochmal zurück zur Frage. Du sprichst gerne vom Internet aufräumen, das stimmt. Wie kann ich meine Website aufräumen? Wie kann hier ein Audit zum Beispiel ablaufen? Ich meine, Michael ist ja auch hier am Start, ne? Er war ja auch schon zu Gast hier zum Thema Webanalyse. Tatsächlich würde ich hier mehrere Daten anzapfen und auf dieser Datenbasis dann lernen, loszulassen. Also Fakt ist erstmal, alle Webseiten da draußen sind historisch gewachsen und sagen wir mal auch historisch negativ eskaliert. Das bedeutet, man ist sich gar nicht mehr bewusst, was man alles für Dokumente auf der Webseite überhaupt noch wartet und hostet und was auch Serverkapazitäten kostet. Wie viele veraltete, verwaiste PDF-Dokumente da noch draußen rumgeistern. Auch eine Riesenbaustelle. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, hier zwei konkrete Datenquellen anzuzapfen und gerne bei der ersten Datenquelle, nämlich einfach euer Traffic, der Traffic. Und ist so ein bisschen, als wenn ihr privat umzieht. Ist doch immer unglaublich erleichternd, wenn ihr in den Keller geht und gefühlt 60-70% eures Kellers nicht nur in Frage stellt, sondern auch mal wieder erstaunt seid, warum sind da plötzlich 20 große blaue Müllsäcke? Wie hat sich das wieder alles angesammelt? So. Und der Keller ist ja so unser sonstiger Ordner. Und aber auch im Wohnzimmer, in der Küche steht dann noch euer Eierschneider und euer Sandwichmaker. Und da muss man sich dann ehrlich die Frage stellen, was habe ich eigentlich die letzten 6 oder meinetwegen 12 Monate benutzt, angefasst, angezogen, gebraucht, wirklich gebraucht, um irgendwie mein Leben zu meistern? Und diese Analogie könnt ihr 1:1 auf eure Webpräsenz übertragen. Was schleppt die eigentlich für einen unglaublichen Ballast mit sich? Und es tut unglaublich gut, da einmal sich von zu befreien und neu durchzuatmen. Kann ich nur empfehlen. So, ne? Ähnlich, ich glaube, jede Mutter hat immer gesagt, so wie dein Kinderzimmer aussieht, so sieht es auch in deiner Seele aus. Also meine Seele muss sehr durcheinander gewesen sein, aber oder meine Seele war ein Bett, unter dem alles dann entsprechend verstaut wird. Gibt da mehrere Metaphern. Aber dieser Befreiungsschlag, das heißt, dass ihr einfach mal in eurem Tracking-System des Vertrauens schaut,
den letzten 6 oder meinetwegen 12 Monaten oder definiert auch gerne selber mal einen Zeitraum, den man sich anschauen sollte. Willi der Wichtel, Kobold, Heinzel und Meinzelmännchen, ja, das kommt alles hin. Welchen Zeitraum man hier betrachten sollte? Ich glaube, 3 Monate, das ist zu kurz, gerade bei neuen Dokumenten, die müssen sich erstmal bewähren. Aber alles, was so älter als 3 Monate ist, sagen wir einfach mal wirklich ganz hart, die letzten 6 oder meinetwegen 12 Monate sollte man sich anschauen, was war da eigentlich an Traffic drauf? Und dann ist die Frage, überall, wo die Zahl 0 steht, was haben diese Dokumente noch für eine Daseinsberechtigung? Und damit meine ich wirklich alle Dokumente. Sowohl in der Mediathek, auch die PDF-Dokumente, als auch HTML-Dokumente. Und warum werden sie ihrer Wertschöpfung nicht gerecht? Warum haben sie keinen Traffic? Natürlich Disclaimer, ne? Sowas wie Impressum, Datenschutz, AGB, selbst das wird Traffic haben. Aber wenn ich auch irgendwie meine Fachmesse habe, die nur alle 3-4 Jahre stattfindet und wo dann in den letzten 5 Monaten kein Traffic drauf war. Natürlich Disclaimer dafür, aber ansonsten immer entsprechend schauen, wo ist die Null und welche Daseinsberechtigung haben diese Dokumente? Und dann muss man halt einfach lernen, das ist die schwierigste Disziplin, loszulassen. Ne? Sind da noch irgendwelche unternehmerischen Eitelkeiten? Steckt da unternehmerische Politik drin? All das muss ich natürlich abwägen, um zu schauen, inwieweit bin ich jetzt hier in der Lage, wirklich radikal aufzuräumen, auch zum Wohl der Serverlast natürlich. Und muss ich doch Kompromisse eingehen, und dann interne Kompromisse, politikbedingte Kompromisse, dann kann ich gegenüber Google auch zumindest schon mal eine Entlastung walten lassen, indem ich diese Dokumente auch zumindest gegenüber dem Crawling-Prozess aufräume und die auch zum Beispiel auf nur Index setze. Das entlastet ja auch zum Beispiel schon mal enorm. Und ihr könnt einfach mal schauen, ne, ganz ehrlich die Frage stellen. Und dann würde ich noch einen zweiten Datensatz natürlich mit rannehmen, und zwar auch für den SEO-Aspekt, auf welche Dokumente zeigen denn noch Backlinks? Also wenn ihr wirklich den Umstand habt, da sind noch Dokumente, die haben zwar keinen Traffic, aber schon ganz geile Backlinks, die da drauf zeigen, dann sollte man schauen, ob man dieses Dokument nicht recyceln kann. Das bedeutet, den Content nehmen, auf ein wirklich relevantes, starkes Dokument den Content rüberziehen und eine Weiterleitung von diesem verwaisten Dokument entsprechend dann weiterleiten per permanenter Weiterleitung 301. So. War mir gerade selber nicht sicher, wann ich wo welche Zahl zeige. Das war jetzt sehr durcheinander. Ne? 301. Wo kommt jetzt die 1? Da ist die 1. So. Buongiorno Alforno, Jan K. Punkt. Man sollte berücksichtigen, warum die Seiten keinen Traffic hat. Haben bereits Seiten entdeckt, die nicht mehr verlinkt sind und daher keinen Traffic haben. Organic Traffic war halt auch nicht vorhanden, da die Seite nicht gut war. Daher wäre ich hier vorsichtig und würde abwägen, ob die Seite Traffic verdient haben sollte. Ja, das ist ein guter Punkt. Die Frage ist, kriege ich das irgendwie automatisiert? Ne? Auch bei sehr großen Seiten natürlich. Ein Tipp wäre hier, Jan, was hältst du davon, wenn man dann zum Beispiel sagt, alles auch, was in einer viel zu tiefen Verzeichnisebene zum Beispiel ist, ne? Weil letztendlich irgendwie E-Commerce, B2B, ich habe ja meine Startseite, ich habe Kategorieseiten und dann habe ich Produkt- oder Dienstleistungsdetailseiten auch nochmal, meinetwegen auch noch ein paar Subkategorie-Elemente oder Ebenen. Aber alles, was da auch nochmal ist oder auch der ganze Blog-Content, der ganze Ratgeber-Content, da würde ich halt allemal dazu raten, zu schauen, inwieweit man hier loslassen kann. Ne? Und ansonsten haben wir ja auch Tools, ne, wie zum Beispiel unseren schreienden Frosch, den Screaming Frog. Den können wir ja direkt mit den Daten, die wir gerade angesprochen haben, ne, bezüglich der Traffic-Quellen, also die direkte Schnittstelle zu Analytics. Weitere Schnittstellen sind aktuell noch nicht möglich. Da braucht ihr halt einfach einen Workaround via Excel-Export, dass ihr dann diese Daten nebeneinander legt. Und Ahref kann ich dann zum Beispiel beim ScreenFrog auch anbinden bezüglich der Backlink-Daten. Und durch diesen Crawl vom Screaming Frog, Jan, haben wir dann auch direkt die Möglichkeit zu schauen, wie während ist dieses Dokument auch intern mehr oder weniger prominent verlinkt oder auch gar nicht intern verlinkt dann halt natürlich. Ne? So, also das wäre mir einmal wichtig und ich würde vorschlagen, je nachdem wie groß eure Webseite ist, dass ihr alle 3 oder 6 Monate mindestens eure Webseite einem solchen Prozess unterzieht.
Anfangs wird es viel Zeit auf sich nehmen, völlig klar. Ihr kennt das. Wenn man das allererste Mal in seinem Leben zur Zahnreinigung geht, weirdes Beispiel, dauert die erste Sitzung viel länger als die darauffolgenden Sitzungen. Natürlich, weil sich ganz viel Zahnstein angesammelt hat, der erstmal weggefräst werden muss. Ach schön, ich habe schon richtig wieder Bock auf Zahnarzt. Und oh. Dann hat man die Möglichkeit, bei der nächsten Sitzung dauert es nicht mehr 3 Stunden, sondern nur noch 30 Minuten. Das heißt, anfangs natürlich sehr viel Arbeit und auch nochmal, Jan, ganz wichtiger Punkt, vielen Dank dafür, natürlich nochmal manuell das Ganze zu qualifizieren, nicht nur datengestützt, sondern auch manuell getrieben. So. Ja, Christian Oakhurst Dave Mode, ich liebe auch Zahnreinigung. Ich weiß auch noch, dass ich werde das nie vergessen, manche Momente vergisst man ja nicht, ne? So wie das 7-1 gegen Brasilien oder ja, auch schlechte Ereignisse wie 9-11 oder so. Oder irgendwas hatte ich auch noch, wo man ganz genau weiß, wo man in diesem Moment war. Was war das denn? Was hatte ich denn da letztens? Irgend so ein Moment, der auch so ganz typisch ist. Ach, ich habe es vergessen. Aber wie geil ist denn dieses, wo du plötzlich merkst, so, was habe ich für ein Zahnprofil? Ne? Witziges Beispiel, Warrior. Ich habe Montag Termin zur Zahnreinigung. Sehr gut. Ja, genau. Geht jetzt bitte Zähne putzen und räumt das Internet auf. Sehr, sehr gut. Jan, finde ich gut. Auch die Nutzung von Screaming Frog kann ich nur empfehlen. Ja, mega. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt letztens ganz liebe Grüße auch an Sören Bendig und dem Tobias Schwarz von Audisto. Ich werde mir auch deren Tool jetzt nochmal genauer anschauen. Audisto ist ja wirklich nochmal Screaming Frog und alle anderen Crawl-Tools da draußen in XXXL und Advanced. Das heißt, wenn man hier schon wirklich sein Online-Marketing und auch seine Audit-Prozesse auf Anschlag getrieben hat, ist das so die nächste Stufe. Da müsst ihr einfach mal sagen, ob ihr auch vielleicht mal Lust hättet, dass wir Audisto hier begrüßen und uns auch mal deren Tool präsentieren lassen und auch mal entsprechend anschauen. Och Mensch, also Zahnreinigung, genau, und die Geburt meiner Töchter. Die zweite war auch um den Faktor 18 schneller im Kreißsaal. Sehr, sehr gut. Ach, ja, fantastisch. Ja, gestern ist ein Kumpel von mir zum dritten Mal Vater geworden. Auch hier gehen die Glückwünsche raus ins Schwabenländle. Richtig cool. Ach ja. Ihr seht, ne, selbst jetzt in der C-Ära kann uns nichts aufhalten, Liebe zu empfinden und entsprechend Kinder zu zeugen. Was gibt es Schöneres? So, aber wir driften ab. Wir haben hier Willi oder Tom Amon. Da steckt Omam drin, schreibt Contenterella. Omam, Tom Amon. Du bist aber auch Contenterella. Ich glaube, du kannst hier auch mal so eine Fanfiction für Omam schreiben. Also mit deinen Wortkreationen, McMorning, auf Wiederstream und so, bist du bei mir ganz oben. Also von daher fantastisch. So, Leute, es geht weiter. Das erstmal jetzt so zum Internet aufräumen. Und Leute, wir haben Frühling. Hier. Wir haben Frühling. So, Willi der Wichtel und Tom Amon. Ich muss da irgendwie an Atom Ameise denken oder so. Er ist natürlich auch am Start. Und es gibt eine neue Kategorie. Und zwar Patricks Gesuch der Woche. So, ich habe das schon mal auf LinkedIn gestartet. Das war komplett erfolglos, was ich gar nicht verstehen kann. So, und zwar Patricks Gesuch der Woche, also mein Gesuch der Woche, ist folgendes. Ich brauche, und das habe ich aber auch dann erst gelernt, dass das sogenannte Informationsdesignerinnen sind, die ich benötige. Und zwar, was möchte ich machen? Ich habe zu allen möglichen geilen Themen rund um Online-Marketing, Social, Content, SEO, Conversion, Local-Online-Marketing, ganz neu, habe ich geile Präsentationen, habe ich geile Slides, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie sind noch nicht einheitlich geschliffen. So. Und deswegen, mein Ziel ist es halt, einheitlich geile PowerPoint zur Verfügung zu haben, die sowohl in Präsenz als auch in Remote-Formaten überzeugen. Ne? Und natürlich für Remote, dass ich dann hier immer, ne, unten rechts, so, ihr seht das, ne? Warte mal, wir gehen mal hier direkt rein,
dass ich halt auch in den Präsentationen dann immer hier den Platz habe, um mich hier in Sachen Bluescreen, Greenscreen entsprechend auszutoben und nicht den Inhalt neben mir irgendwie zu verdecken. Auch das muss natürlich berücksichtigt werden in heutigen Zeiten. Das ist übrigens auch die Frage, gibt es schon Auswertungen, wo der Speaker zu sitzen hat? Also ist es wirklich hier die Ecke oder ist es die Ecke oder ist es hier oben oder ist es hier oben? Wo muss ich hier sein? Oder hier? Das ist auch die Frage, ne? Also auch das wieder in Sachen Auswertung, wo muss ich hier bestmöglich platziert sein? Ich hatte jetzt auch schon eine Aufzeichnung, da war ich hier oben rechts in so einem Kreis gefangen. Ich finde es ja cooler ohne Rahmen, dass man einfach hier relativ gut chillen kann und von hier aus dann auch präsentieren kann. Ich finde, das ist immer so das Angenehmste. Nicht, dass ich irgendwie im PowerPoint-Master oder so gefangen bin. So, und welche Größe, ne? Also soll ich so groß sein? So? oder so groß? Also, das weiß ich auch alles nicht. Also auch da würde ich mich über Tipps freuen und natürlich auch Kontakte bitte. So. auch sehr schön. Ich würde sagen, der Speaker muss da sein, wo er am wenigsten stört. Sehr gut. Schließlich soll man ja die Präsentation erkennen. Ja, absolut. Die schnellen Bildwechsel sind nicht für Epileptiker geeignet. Sorry. So, was ist denn jetzt hier schon was reingekommen? Erstmal, was hat denn hier Christian noch geschrieben? Vor allem für meine Traumfrau war es super, dass es Faktor 18 schneller ging. Ich konnte aber wegen der schnell gesteigerten Wehen die gebratenen Koteletts nur aus der Pfanne in die Küche. Oh mein Gott. Ja, fantastisch. Aber richtig süß, dass du von Traumfrau sprichst. Das finde ich ganz, ganz fantastisch. So, habe ich jetzt hier trotzdem irgendwo eine Antwort auf mein Gesuch. Das ist was für Bildsprache-Experten. Ich schaue mal gerade nach meiner. Oh, cool, Van den Hoek. Bam, bam, bam. Martina Lauterjung. Ihr Gewinn visualisieren Sie. Bildsprache bringt Sie. Patrick ist jetzt ein Yogi. Warum bin ich denn jetzt ein Yogi? Ich würde sagen, der Speaker muss da sein. Genau, das hatten wir, die schnellen Bildwechsel. Ja, oder hier, Formfinder. Ich und Gesa, ach, ganz liebe Grüße an Gesa natürlich an dieser Stelle, arbeiten gern mit ihr. Ja, cool. Ganz lieben Dank schon mal für die beiden Empfehlungen hier. So, ich gehe mal hier direkt rein. So, hier einmal Martina Lauterjung, schön dich kennenzulernen. Ich helfe Coaches und Trainerinnen, komplexe Sachverhalte durch Visualisierung leicht verständlich zu erklären. Und die rödeln dann auch, also Martina rödelt dann von mir auch eine komplette Präsentation auf links. Weil das brauche ich ja. Ne? Also ich brauche nicht einzelne Grafiken, sondern ich will einfach, hier sind meine 800 Gigabyte PowerPoint mit 500 Folien und dann möchte ich die halt innerhalb von, ja, sagen wir, zum nächsten Werktag einmal überarbeitet haben, in geil und einheitlich. So. Na, also ich brauche nicht einzelne Grafiken. Das wäre wichtig. So. Ja, Newsletter, viel zu früh angeboten. Viel zu früh. So. Aber ist es ja, ist es nicht die gleiche Seite? Formfinder? Formfinder ist doch beides Martina hier. Die Männchen habe ich doch gleich wiedererkannt. Okay, verstanden. Aber ganz lieben Dank für den Tipp. Dann werde ich einfach mit Martina quatschen müssen. Mache ich gerne, inwieweit das für sie in Frage kommt dann halt. Ne? Aber natürlich nur für 1 Cent pro Folie. Ja, genau. Nein, alles gut. Ich muss ja auch, Steuerberater wird eh wieder sagen, ich muss gewinnmindernd wirtschaften dann zum Ende des Jahres und das kann ich jetzt auch schon raushauen dann. Und da würde ich halt sehr gerne investieren, muss aber natürlich geil sein und mich auch überzeugen. Ne? Dann schnacke ich da super gerne mal mit der Martina. Van den Hoek, ganz lieben Dank. Wird das entschlackt und einheitlich? Ja, das ist schon, also ich bin ja, also meine Deutschaufsätze waren auch nie super lang.
Das ist auch interessant. Explain. Du haust hier aber auch Sachen raus, Vandenhoek. Was haben wir hier? Brillante Präsentation. Mehr. Oh, jetzt komme ich aber raus. Okay. Was ist denn das hier? Ist das hier ein Blog? Ich dachte, das ist hier auch eine Dienstleistung oder so. Okay, aber schaue ich mir auch an. Ganz lieben Dank. Sehr cool. Guck mal. Das ist ja hier viel effizienter als LinkedIn. Sehr, sehr cool. Ja, danke. Danke, Faltfuchs. Für explain.de schaue ich mir auch an. Klasse. Ja, der Pitch ist eröffnet, Leute. Der Pitch ist eröffnet. Sehr cool. Ach ja. Wie läuft bei euch eigentlich das Jahr an? Also jetzt mit meinem digitalen Architekten muss ich sagen, dass ich nicht so richtig hinterherkomme. Und ist natürlich positiv, ne? Macht super viel Spaß. Und von daher hoffe ich natürlich auch, dass bei euch das Jahr auch sehr, sehr gut angelaufen ist. Wir sind ja jetzt schon mitten im Frühling. Internet wird aufgeräumt, Frühjahrsputz. Und dann, was haben wir hier? Präsentare. Ja, sehr cool. Ist alles abgespeichert. Gucke ich mir auch an. Vielen, vielen Dank, Warrior. Wie gesagt, Faltfuchs, Vandenhoek, Warrior, ganz lieben Dank für eure Tipps. Und genau das ist mein Ziel, ne? Also einheitlich alle Folien in einen Guss gießen. Da habe ich richtig Bock drauf, da erstmal zu investieren. Weil das ist halt immer so ein Gerödel, ne? Und man möchte ja auch seine Marke aufbauen und auch einheitlich alles haben. Hat sich in den letzten Jahrzehnten, sage ich euch, so viel angehäuft, dass ich das gerne mal schick machen möchte. Also ganz lieben Dank für eure Hilfe. Ripley, moin zurück. Was geht ab? Und natürlich, ne? Jetzt ist einmal die Zeit, ne? Ihr wisst, ein Share sagt immer mehr als 1000 Blumen, ne? Von daher, haut was raus. Was waren eure Highlights, Lowlights in der Woche? Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr dieses Format hier entsprechend teilt. Und wir machen direkt weiter. Und zwar mit unserer nächsten und mittlerweile auch etablierten Kategorie, nämlich dem Crowdfunding, Crowdinvesting. Gibt es eigentlich einen Unterschied? Der Woche. Grüße gehen raus hier. Ganz liebe Grüße an Sven. Wir kennen es auch schon länger, ne? Auch über mein Aufschlauen an der Hamburg Media School hier. Und ich hatte frei Highlight. Sehr, sehr gut. Und die drehen gerade komplett durch mit ihrem Crowdfunding. Und zwar mit einem sehr nachhaltigen Thema natürlich. Und zwar mit Smarfo. Smarfo ermöglicht, hier sehen wir es, den einfachen und sorgenfreien Zugang zu nachhaltiger E-Bike-Mobilität. So, und das geht hier schon ganz gut ab. Also ich habe das mal beobachtet. Gestern waren es irgendwie um die 80 Investoren und da hatten sie dann die 100.000 Euro Marke geknackt. Jetzt sind es schon über 40 mehr. Jetzt sind sie schon bei über 150.000 Euro. Und das läuft noch, ne? 59 Tage. Also ich glaube, da geht was. Das Ganze über Seedmatch, also sehr aufgeräumt. Einmal eingeloggt, bekommt ihr dann entsprechend hier alle Informationen und auch eingeloggt natürlich den Businessplan zu sehen. Also wenn ihr Bock habt, euch da entsprechend damit zu beschäftigen oder auch mal ein kleines Investment zu tätigen, schaut euch das mal an. Also Smarfo, ich weiß, das ist ein absolutes Herzensprojekt und sind da sehr aufgeräumt, aber mit einem sehr guten Pace unterwegs. Von daher hier auf jeden Fall meine absolute Empfehlung und wer sonst mehr Details haben will oder ansonsten auch entsprechend mal den Kontakt zu Sven sucht, hier findet ihr auch sein Profil. Hier sieht man auch Hamburg Media School, fantastisch, ne? Da kommen die Gründerinnen von heute her. Genau, bei uns an der HMS entstanden, richtig, Wetti, genau, richtig cool. Von daher vernetzt euch sehr gerne mit Grüßen aus Twitch, von Online-Marketing Morgen mit Sven, der hier den Online-Marketing-Manager auch in der HMS gemacht hat. Habe ich hier schon alles bestätigt? Komm, Startups bestätigen wir auch noch. Hochqualifiziert, zack, zack. Habt ihr es heute schon getan? Sucht euch mal ein paar Kontakte raus und bestätigt Kenntnisse und Fähigkeiten oder schaut auch mal eine Empfehlung. Ne? Davon lebt das halt, ne? Empfehlungsmarketing, Mund-zu-Mund-Propaganda und auch mal hier so ein paar Kenntnisse bestätigen. Da freut sich doch jeder drüber. So. Ein cooles Projekt, viel besser als diese nervigen Roller. Ja, total.
Total. Und die Fahrräder sehen echt, echt schick aus. Also von daher, ich weiß gar nicht, wenn wir hier mal ein bisschen das Material reingucken. So. Komm, wir wollen mal Produkte sehen. Hier, das sieht auch ganz geil aus. Alle sehr kalt. Ja, schaut euch das Video auf jeden Fall auch an, lernt die Produkte kennen und dann seht ihr hier, wie das Ganze funktioniert und dann könnt ihr direkt mit dabei sein. Hier, das ist Sven. Ganz liebe Grüße. So, Christian, sinnvoll ist ein Kfz zum wirtschaftlichen Sockelpreis, mit dem man für die Abschreibung bei der geplanten Laufleistung gegen 2 Euro Kilometer kommt. Dann gehen die echten Kosten in die Steuer und erlaubt der virtuelle Wertverlust Steuerfreierstattung auf die private Ebene. Und wenn das Kfz gebraucht ist, wird die Nutzungszeit ab Ersatzlassung auf 6 Jahre minus Monate nach Erstzulassung reduziert auf minimal 2 Jahre. Alter, Christian, was geht ab? Also, wenn hier noch Fragen zu sind, meldet euch bei Christian auf jeden Fall. Ach, fantastisch. Sehr, sehr cool. Ja, Betty, sehr cool, dass du auch nochmal hier den Link gepostet hattest. Ich habe doch den richtigen hier, ne? Genau, Seatmatch Smartphone. Was hast du da noch gepostet? Ist das nochmal ein anderer? Nee, ist der gleiche Link, ne? Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich habe hier was Falsches gepostet. Leute. Ach, schön. Sorry, aber so macht man Geld, wenn man Porsche oder Ferrari fährt. Sehr gut. Ach, schön. Warum muss ein Kfz sinnvoll sein? Ja, ne? Das ist wieder, ne? Ist ja auch kein Gebrauchsgegenstand in Deutschland. Ne? Ich meine, in Italien parken die, ziehen nicht die Handbremse an, sondern da verändert sich das Parkbild mit jeder Stunde, weil die Autos sich so gegenseitig hin und her schieben, damit es halt passend gemacht wird. Finde ich tatsächlich sympathischer. Und ich habe da nur ganz viel Halbwissen. Ich weiß nur, ich würde mir nie einen Neuwagen holen. Ich würde mir immer einen Gebrauchten holen, weil meine Eltern haben mir beigebracht, sobald der Neuwagen aus der Garage rollt, hat er einen Wertverlust von über 50%. Das ist mein Wissen. Damit, das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Aber damit wurde ich ins Leben rausgeschickt und so sehe ich das bis heute. Und die Autos verändern sich. Ja, so eine, Autos kriegen ja auch eine Patina, ne? Ach, schön. So. Jetzt habe ich durch den ganzen Input, den ich von euch bekommen habe, einmal so einen kleinen Rundumschlag vor. Das bedeutet, jetzt so nach dem Jubiläum, das wir verpasst haben, ja, am 17. März wäre es gewesen, am 17. März 2020 sind wir hier bei Twitch dann steil gegangen und ein paar Tage später oder eine Woche oder 2 Wochen später ist die HMS hier schon mit aufgestiegen. Also nochmal ganz viel Liebe geht raus hier an die Hamburg Media School. Und jetzt seit Februar auch ganz frisch dabei, SEMrush. Also wenn ihr auch da noch Bock habt, ne, einmal euch aufschlauen zu lassen, seid ihr bei der HMS sowieso hinterher immer schlauer. Im Mai haben wir schon wieder das nächste Online-Marketing-Camp. Das wird auch schon wieder sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Und mit SEMrush habt ihr halt eine riesige Tool-Datenbank. Und ihr habt auch die Möglichkeit, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Ideen habt für mögliche Analysen, Studien. Die können wir bei SEMrush dann hier für Online-Marketing am Morgen in Auftrag geben und dann entsprechend präsentieren. Wir hatten ja mal die Automotivstudie, die SEMrush aufwendig produziert hat, erstellt hat, die ich hier präsentiert habe. Und wenn ihr dann noch weitere Ideen habt, irgendwie im Immobiliensegment zum Beispiel oder in einem bestimmten Finanzsektor, können wir uns da einmal komplett austoben natürlich. So, so jetzt werden hier schon die ersten Aston Martins vertickt. Sehr gut. Also, ihr macht das schon, ne? Vernetzt euch auch gerne, wenn ihr euch da noch zu weiter austauschen wollt. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen weiter, weil was mir jetzt einmal wichtig ist, so nach über einem Jahr Twitch, mal so ein kleines Best-of mit euch durchzugehen. Weil,
Ja, also Vetti und ich kennen das ja auch, ne? Wir machen das ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit Menschen und Unternehmen aufschlauen rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Und ich würde jetzt ganz gerne einfach mal so langsam eine didaktische Lernkurve sehen, die nach oben geht. Aktuell stagniert sie, Leute, ne? Weil wir haben immer wieder das Thema Fluktuation der Mitarbeiterinnen da draußen. Es wird kein vernünftiges, nachhaltiges Wiki in Unternehmen aufgebaut. Und von daher bin ich halt immer ein großer Freund davon. Wirklich steht der Tropfen, ne, höhlt den Stein, dass wir nochmal uns so wirklich auf eine geile Spur einigen, wie man einfach mal so ganz schnell einen Markt sondieren kann, einen Prozess aufsetzen kann, um ein Projekt zu starten. Und die meisten Tools und die Methoden, die ich gleich zeige, sind ohne große Kosten und Mühen entsprechend völlig ad hoc nutzbar auf Abruf. So. Und das wird nicht genutzt. So, und das hat ja nicht nur was irgendwie mit zertifizierten Lehrgängen da draußen zu tun, sondern auch so ein bisschen mit Bauernschleue, ne? Ich meine, ich stelle Rechnung, um irgendwie Unternehmen beizubringen, hey, guck erstmal, ob die Domain frei ist und melde dann die Marke zum Beispiel an. Ah, alles schmeckt besser aus unserer Oma-Merch-Tasse. Grüße gehen raus an den Held der Steine. So, ja, ihr räumt hier die Garagen, Stellplätze auf und die privaten Konten. Ach, schön. So, Leute, Patricks Rundumschlag. So, ich gehe einmal hier so in einen kleinen Browser-Tab-Storm. So, erstmal, wie sehe ich das Ganze, ne? Ich verstehe mich ja so als unabhängiger, objektiver, digitaler Architekt, also als Sparringspartner für Menschen und Unternehmen. Um halt ihr Marketing auf ein geileres Level zu heben da draußen. Und der allererste Impuls, den man hier machen sollte, wenn ich eine Idee habe, und da stelle ich halt immer wieder fest, dass es einfach nicht gelernt ist oder einfach keinen Prozess gibt, einfach mal zu prüfen, okay, wir haben uns jetzt auf einen geilen Brand geeinigt, ist der denn überhaupt frei? So, ja, das bedeutet, dass man hier wirklich schauen muss, inwieweit man hier überhaupt die Möglichkeit hat, eine Präsenz aufzubauen dann halt so. Und von daher, wenn wir jetzt hier einfach mal reingehen, können wir jetzt einfach sagen, okay, was ist denn eigentlich mit einer Bohne? So, na, das soll jetzt mein neuer Unternehmensname sein. Da sehe ich sehr schnell, oh, da ist sehr, sehr viel rot. Ist die Frage, inwiefern ich das überhaupt für mich nutzen sollte? Und wie sieht es eigentlich mit den Domainendungen da draußen zum Beispiel dann aus? So, von daher, mein tolles Startup. Wenn ich dann sowas entsprechend dann einmal für mich abfrage und alles ist grün und ich sollte auf jeden Fall auch nochmal prüfen, bin ich dann irgendwo auch noch ein Schimpfname? Auch das gibt es ja entsprechend da draußen. Ne? Bin ich irgendwo in einem skandinavischen Land oder heiße ich auf Portugiesisch? Ist das dann irgendwie ein Schimpfwort? Auch das passiert alles da draußen. Von daher kann ich nur dazu raten, schafft einen Prozess wie über so ein simples Tool wie den Namechecker. Ein Tool, das wir auch schon, ne, in der Kategorie Tool der Woche kennen und lieben gelernt haben, wo ich einfach sehr schnell prüfen kann, ist das denn überhaupt noch frei? So. Und das ist ein Prozess, der fehlt da draußen einfach noch. Und prüft über Tools wie DeepL oder so zum Beispiel, ist es irgendwo noch ein Schimpfwort? Könnte das irgendwie in meiner Marketingstrategie unangenehm werden dann halt? So, kurzer Einwurf. Da wurde was Falsches beigebracht. Wenn ich ein neues Auto gekauft habe, bekam ich immer mindestens 20% Rabatt. Wenn ich bedenke, dass ein bzw. zweijähriges zu ähnlichen Kurs angeboten werden, relativiert sich der Wertverlust recht schnell. Aber Gebrauchtwagen sind doch günstiger als 20% als zum Neuwert, oder? Häufig gibt es bei Neuwagen zum Beispiel noch eine günstige Kfz-Versicherung dazu. Solltest du mal ein Auto brauchen, komm gerne auf mich zu. Hab gute Connections und gute zu erhalten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich hole mir jetzt einen Aston Martin, wenn ich das hier aus dem Chat richtig verfolgt habe. So. Ach, schön. Ja, erstmal vielen Dank. Das ist der klügste und schönste Chat, ne? Also der kennt sich wirklich bei allem aus. Das ist hier halt wirklich die wertvollste Wissensdatenbank. So. Ach, fantastisch. Also ganz wichtig, erstmal, wenn ich eine Idee habe, wenn ich mich auf einen Namen geeinigt habe, den sehr schnell, sehr früh prüfen, ist da überhaupt noch irgendwie frei? Und ist es auch, wenn ich international denke, in keinem Land irgendwie ein unangenehmes Schimpfwort zum Beispiel. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann
Was ich immer wieder feststelle, ist, inwiefern man überhaupt ein Gefühl dafür hat, in was für ein Marktsegment begebe ich mich eigentlich hier herein. Ja? Und welche Reichweite, welchen Wert und welchen Wettbewerb habe ich da draußen. Das heißt, so eine allererste Marktanalyse lässt sich ja auch sehr gut, was so den Bedarf, die Begehrlichkeit entsprechend dann, was das betrifft, gut entsprechend über Tools wie den Google Keyword Planner oder jetzt halt auch in einem SEO-Tool wie SEMrush zum Beispiel oder diese Marketing Suite dann in dem Keyword-Übersichtsmodul abfragen, wo ich einfach sehr schnell sehe, okay, hey, inwieweit ist eigentlich hier eine entsprechende Reichweite zu festzustellen? Ne? Also jetzt einfach mal ein Beispiel Startup-Finanzierung. Dann sehe ich hier das monatliche Suchvolumen, den Cost per Klick, was würde es mich kosten, darauf eine Anzeige zu buchen und die Skala von 0 bis 1 in Sachen Wettbewerb da draußen dann halt. Ich sehe auch eine entsprechende Saisonalität und bei Anglizismen oder entsprechend dann hier bei einem deutschen Wort entsprechend auch die weltweite Reichweite, jetzt auch so, was den Dachbereich zum Beispiel angeht, weite Variation, häufig gestellte Fragen zu dem Thema und wer tummelt sich da eigentlich so auf den ersten organischen Treffern bei Google zum Beispiel dann halt so, ne? Kann jetzt natürlich auch weitere Metriken abrufen, dann entsprechende Sachen, Backlinks, Suchtraffic und das sind alles für mich entsprechend wichtige Informationen, um halt auch zu schauen, okay, wie kompetitiv ist der Markt, was muss ich bereit sein zu investieren und was mir halt auch immer wieder auffällt, ist so die Verhältnismäßigkeit, also ist jetzt 880 monatlich vom Suchvolumen gut oder nicht, ne? Also wie oft wird dann zum Beispiel Startup gesucht, 33.000 Mal oder in dem Verhältnis, wie oft wird Kaffee gesucht zum Beispiel, ne? Das sind irgendwie 135.000 Mal. Und diese Verhältnismäßigkeit fehlt da draußen sehr, sehr oft. Von daher tobt euch auch hier sehr gerne aus. Ihr bekommt ja auch hier über SEMrush dann auch entsprechenden Zugang, den ich euch hier immer wieder verlinke. Scrollt im Chat auch einfach mal hoch. Dann könnt ihr hier für, glaube ich, 2 Wochen entsprechend dann auch mal diesen Account hier, dieses Tool genießen. Wie gesagt, nicht nur ein SEO-Tool, sondern eine komplette Marketing-Suite mittlerweile. So, das ist einmal ganz wichtig, dieses Gefühl dafür zu kriegen. Dann das nächste, auf was baut meine Webpräsenz auf was für eine Technologie? Und da ist es halt auch immer ganz wichtig, okay, was sind hier wirklich so verbreitete Lösungen, Systeme, mit denen ich arbeiten kann oder will? Möchte ich tatsächlich auf eine Eigenentwicklung gehen oder möchte ich mit einem gängigen Content-Management- oder Shop-System arbeiten? Auch das sind alles sehr, sehr wichtige Fragestellungen, die ich mir selber immer bewusst machen muss. Und wie viele Entscheidungen gehen hier schon in die falsche Richtung? Sei es halt eine Eigenentwicklung, wo ich mich sehr, sehr abhängig mache von der Agentur, den IT-Ressourcen, wie auch immer. Und ich bin einfach nicht in der Lage, außer über irgendwelche Jira oder Jira, jetzt tut es einem Jira, das will doch keiner hören, Jira heißt es, entsprechend irgendwelche Tickets, die dann irgendwo verloren gehen und sowas nimmer mehr umgesetzt wird. Also schaut wirklich, was ist das richtige Content-Management-System, das richtige Shop-System für euch und nutzt einen Aufwand. So, ja, das bedeutet, das ist halt immens wichtig. So, Michi, kann man sich irgendwo Anreize für Namen geben lassen? Ja, tatsächlich, auch da gibt es so Kreativitätstechniken und auch tatsächlich Tools. Das sind aber eher so, ja, Infotainment-Tools tatsächlich, ne? Was ich immer so für eine Namenfindung mache, das entwickelt sich oft mit der Zeit, ne? Also ich habe zum Beispiel mit meinen digitalen Architekten gemerkt oder auch mit dem Internet aufräumen, dass das Verzichten auf Anglizismen und das Verwenden von Metaphern immer sehr, sehr gut ankommt. So, Gira habe ich im 6. Familienhaus verbauen lassen. Sehr gut. Suche einen internationalen Namen für eine CJM-Firma. Ja, hier, guck mal, Contenterella. Perfekt, sowas meine ich halt. Ne? Hier, Business Name Generator. Ja, ansonsten bin ich auch immer ein großer Freund davon, mal den Duden aufzuschlagen oder auch mit Synonymen, Assoziationen, lateinischen Begriffen zu arbeiten, um da vielleicht nochmal die ein oder andere Idee zu bekommen. Ja, sehr cool, Contenterella. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Sehr, sehr cool. Ich zeige auch gleich nochmal weitere Tools, die da vielleicht auch nochmal guten Input liefern könnten. Und wenn ich dieses System für mich prüfe, und ich habe jetzt einfach hier mal das Beispiel genommen von einer
ein Dokument, das halt so gar nicht gut rankt zum Thema Startup-Finanzierung, obwohl es startupfinanzierung.com heißt. Aber ganz wichtig, auch das immer wieder noch ein Irrglaube, dass euer Hauptkeyword im Domainnamen selber spielt keinerlei Rolle. Es gab das Exact Match Domain Update seitens Googles lange, lange her, auch schon über 10 Jahre. Und dieses EMD Update hat dafür gesorgt, dass halt harte Keywords, Money Keywords in Domainnamen so keinerlei was bringen. Deswegen ist Zalando auch Zalando und nicht irgendwie günstiger Schuhshop 24 jetzt kaufen online.de oder so zum Beispiel. Und wenn wir uns mit Shop- und Content-Management-Systemen beschäftigen, die programmatische Reife erkennt man halt sehr, sehr schnell. Wie steht es um die Dokumentenkontur, um die Gliederung meiner Inhalte auf einem Dokument mit dem entsprechenden HTML, sprich für Überschriften, H1, H2, H3, geht runter bis zur H6. Allererster Test und ich kann direkt die programmatische Reife einer Webseite komplett in Frage stellen. Und gerade wenn man es irgendwie ja, schlecht und günstig haben will und irgendwie 0815-Theme bei WordPress auswählt, hast du immer eine 100%ige Quote, dass der Quellcode nicht sauber ist, sehr verskriptet, du keine saubere Dokumentenkontur hast, dass die H1 sich an Stellen befinden, die du gar nicht wissen willst oder gar nicht verwendet werden. Oder du hast halt 72 H3-Überschriften. Ach ja. Ich steigere mich schon wieder rein, aber gerade mit diesem Headline-Checker, den wir auch schon kennen und lieben gelernt haben, ganz wichtig, dass man hier entsprechend in der Lage ist, ganz schnell einfach mal ad hoc im Termin, im Gespräch mit einem Unternehmen, sei es halt, wenn man dort neu anfängt aufzuräumen oder auch in der Beratung, mit solchen Tools einfach mal die Schmerzpunkte aufzuzeigen und aber auch direkt Lösungen anzubieten dann halt. So. Eieieiei. Ich liebe ja gerade diese Parallelität der Themen zwischen dem, was ich hier so zum Besten gebe. Dann haben wir das Thema bezüglich Namensfindung, Autofinanzierung, Abschreibungstipps hier. Fantastisch. Ach ja, herrlich. Und das nächste ist dann, ich muss mir Gedanken machen über das Layout. Ich muss halt schauen, wie funktioniere ich Desktop, wie funktioniere ich mobil, wie sieht es aus, schaffe ich hier entsprechende gute Ladezeitwerte, wie sieht es aus mit meiner Wortbildsprache, wie sieht es aus mit Anlauftexten im sichtbaren Bereich, habe ich ausreichend semantische Signale, um entsprechend auch gefunden zu werden, habe ich eine klare Typografie, die entsprechend gut leserlich ist, habe ich eben nicht irgendwelche toxischen Stilmittel verwendet, die Google schon im Schlaf abstraft. Und ihr braucht einfach die Perspektive für eine exzellente Usability und Crawlability. Usability und Crawlability. Das sind die wichtigsten Eigenschaften, um da draußen positiv zu eskalieren. Dann, über allem schwebt das Rechtliche. Wir freuen uns alle auf das iOS 14.5 Update, wo wir dann wahrscheinlich einmal die Abfrage übers iPhone direkt haben bezüglich Cookies und Tracking-Akzeptanz und dann nochmal die zweite Abfrage über unser eigenes Angebot auf der entsprechenden Webseite oder Applikation. Das wird auch ein wahrer Spaß, aber ich würde immer dazu tendieren, das koscher abzubilden natürlich, aber einen guten Kompromiss zu finden, den Nutzer, die Nutzerin klar abzuholen, aber auch dann trotzdem das Thema der Conversion, dass die Leute bereit sind mit den Daten, dass ich damit arbeiten darf, entsprechend dann auch noch zu schauen, inwieweit ich hier in der Lage bin, die Daten zu aggregieren dann halt. So. Herr Warrior, Zusatztipp, steht auch irgendwas auf der Seite, was den potenziellen Kunden wirklich interessiert? Absolut. Also in eine nicht, diese Webseiten, die in Schönheit sterben und auch diesen eigenen Anspruch der Ästhetik, die dann die Performance komplett schlägt, also alles toxisch da draußen. Da sagst du was. So, und dann muss ich mir bewusst sein, was muss ich eigentlich an Content investieren? Wo sind eigene Content-Lücken bisher? Und da spielt man dann super gerne mit so einem ersten Ad-Hoc-Analyse-Tool, wie von Seeability zum Beispiel. Da sehe ich dann sehr schnell, okay, Keyword Startup-Finanzierung, google.de als Index, dann nochmal die eigene URL hier reingesetzt und dann sehe ich halt sehr schnell im Vergleich zu den ersten 10 organischen Treffern, wie steht es um meinen Content? Wo habe ich hier entsprechend Content-Lücken gelassen? Wie kann ich diese entsprechend schließen? Was waren andere bereit, an Wörtern zu investieren? Völlig klar,
Ja, Akupari. Ich finde auch Seeability für solche Ad-Hoc-Checks sind wirklich super, zumal diese Tool-Funktion hier auch entsprechend kostenlos ist. Du musst dich halt nur einmal einloggen. Aber ansonsten kannst du das dann, glaube ich, 2-3 Mal am Tag dann auch entsprechend so nutzen, was völlig ausreichend ist erstmal für so einen solchen Prozess. Und dann kann ich schauen, was muss ich bereit sein, um seinen Content zu investieren. Quantitativ erstmal. Und dann natürlich im Prozess selber der Content-Erstellung auch qualitativ. So. Ich steigere mich schon wieder rein. Aber wichtig ist, wo solche Tools immer noch Schwierigkeiten haben beim Wörterzählen, ist halt wirklich nur den Fließtext zu erwischen. Da fließt natürlich auch immer entsprechend viel an Templates rein, ne, wo entsprechend auch die Wörter dann mitgezählt werden. So. Und für die Content-Quantität, die ich hier erheben kann, und die Qualität, muss ich dann halt einfach in der Lage sein, über solche Tools wie KeywordTool.io zum Beispiel, dann meine ganzen Daten entsprechend zu veredeln. Ne? Was suchen die Leute bei Google, bei YouTube, bei Bing, Amazon, eBay, im Play Store, Instagram oder Twitter in dem jeweiligen Länderindex da draußen entsprechend, um halt hier ein maximales Keyword-Set entsprechend zu aggregieren. Und dann natürlich nochmal zu qualifizieren auf Basis von Suchvolumina und entsprechend auch, wenn wir zum Beispiel über Instagram reden, wie oft wird so ein Hashtag dann zum Beispiel auch genutzt. So. Christian, was hast du hier noch? Ich würde gerne ca. 500 geparkte Domains an einen günstigen Dienstleister transferieren. Kennt jemand dafür ein gutes Tool oder einen Anbieter? Ja, haut mal was raus, lieber Chat. Und dann sieht man halt hier nochmal wunderbar hier die Wortschatzdatenbank aus Leipzig, die ich hier wunderbar nutzen kann, um entsprechend hier auch noch weitere Wortassoziationen, Synonyme mir ziehen zu können. Und neben Content, ne, Content ist ja nicht nur Fließtext, sondern Content sind Bilder, Bewegtbilder. Wir müssen unsere Bilder entsprechend komprimieren, damit wir hier auch an die Ladezeiten denken. Und eine attraktive Einbindung unserer Bewegtbildinhalte natürlich. Ne? Also es ist nicht immer YouTube die Lösung, sondern ich bin ein großer Freund von Vistia zum Beispiel oder Vimeo meinetwegen, wo ich dann auch in der Lage bin, den Player komplett an meine CI, also an meine Corporate Identity, an die Farbwelt anzupassen. Hier aber auch wirklich jedes Element kann ich hier entsprechend anpassen. Und ihr seht, ich kann hier entsprechend dann auch dann weitere Elemente einbauen, wie zum Beispiel Call to Actions. Ne? Also etwas, was Nutzer so auch noch sehr selten sehen auf Webseiten und bei einer entsprechenden Videointegration, dass ich entsprechend hier in der Lage bin, im Video nochmal klickbare Elemente mit einzubinden. Das begeistert einfach. Ich kann dann entsprechend auch nochmal auf direkte Produkte verweisen, auf Dienstleistungen und hier nochmal eine ganz andere Dramaturgie schaffen, wo dann wieder natürlich Endorphine ohne Ende ausgeschüttet werden. So. Und das ist mir einmal ganz wichtig gewesen, dass man einfach mal mit so einem kleinen Rundumschlag in der Lage ist, dann tatsächlich mal ad hoc mit entsprechend Bauernschleue, ein bisschen Performance dazu gestreut, entsprechende Methoden und Tools, solche Prozesse durchzuspielen und auch einfach sehr schnell eine Webseite bewerten zu können oder Projekte zu starten dann halt. Und klar, ne, mit jedem Projekt, mit jedem Gespräch, das man führt, wird man immer fingerfertiger und schneller und agiler, sowohl im Kopf als auch mit den Tastaturbefehlen, um mit diesen Tools umzugehen und dann halt auch aber sehr schnell auf Fragen die richtigen Antworten zu liefern, ne? Sei es auf Basis meiner eigenen Erfahrungswerte, der Tools. Und diese Mischung, die überzeugt und die schafft eine sehr, sehr gute Qualität. So. Prost. Das war einmal Patricks kleiner Rundumschlag. Ich glaube, das waren jetzt irgendwie 11 Minuten oder so. Einmal das komplett aufgeräumt. Geht doch. Ne? Wie gesagt, meine Deutschaufsätze waren nie so lang, aber ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige Impulse. Das ist so der Konsens auch aus den letzten Jahren. Das sind immer so die wichtigsten Impulse, die die Menschen da draußen auch von mir mitnehmen, um einfach mal schnell einen Prozess, eine Webseite, eine Arbeit, Content einschätzen zu können. Und für die treuen Stammzuschauer unter euch, habt ihr bestimmt auch das eine oder andere Tool, die eine oder andere Methode aus unseren letzten Streams entsprechend wiedererkannt. Online-Marketing am Morgen mit dem klügsten und schönsten Chat, mit euren Fragen, Thesen und Websites. Und ihr wisst, ein Share sagt mehr als 1000 Blumen da draußen. Danke, danke Warrior, danke. Schreibt das gerne als Empfehlung auch auf LinkedIn.
Sehr, sehr gut. ach ja, ich habe gestern wieder von der Vorlesung Prüfungsleistung abgenommen. Das war auch wieder eine wahre Wonne. Das hat auch Spaß gemacht. Licht und Schatten, wie es immer so ist. Aber eine sehr tolle Truppe gewesen. Ganz liebe Grüße an euch. Vielleicht guckt ja auch der eine oder andere zu, man weiß es nicht. Aber ich freue mich so oder so, wenn ich mich hier auslogge, diesen Stream beende, dass ich dann nochmal maximale Tech-Liebe empfange und von euch vertaggt werde, weiterempfohlen werde, um entsprechend dann hier in der Lage sind, entsprechend weiter positiv entsprechend zu eskalieren. Die Aufsatzskills, Michi, genau. Nein, alles gut. Ihr habt jetzt gleich was anderes zu tun. Und zwar, nee, tatsächlich nicht an der HMS. Noch bei einem anderen Bildungsträger. So, Leute, jetzt wird's Zeit. Es wird Zeit für die bei jedem Stream finale Kategorie. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich brauche nochmal maximale Energie im Chat. Ich brauche Einsen. Ich brauche Versalien. Ich brauche Herzen. Ich brauche Emojis. Ja, die Zeit, ne, time is running. Time ist wirklich running. Wahnsinn, wie schnell das wieder vergangen ist. Haut alles raus. Schlaubirella. Und natürlich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Format unterstützt. Nicht nur, dass ihr entsprechend dieses Format teilt und weiterempfehlt. Ihr könnt auch hier nicht nur ein Follow dalassen, sondern auch sehr gerne ein Abo, ein Sub. Damit unterstützt ihr mich auch. Ihr könnt auch Gifted Subs hier raushauen. Also das macht es ja so geil interaktiv hier auf Twitch. Und was ich mir ausgedacht habe als Tool der Woche, finde ich sehr, sehr schön. Und zwar ein schickes Tool, mit dem wir in der Lage sind, entsprechend Inhalte zu kreieren, Inhalte zu erklären und das wieder mit einer sehr schönen Drag-and-Drop-Methode tatsächlich. Und zwar möchte ich euch folgendes Tool der Woche vorstellen. Und zwar mit Storyboard That. Könnt ihr einfach und schnell Storyboards, kleine Infocomics kreieren und damit direkt positiv eskalieren. Wir können uns erstmal hier eine Szene auswählen, zum Beispiel hier Home. Gibt es hier irgendwo eine Streaming-Szene, Work? Hier, das Work sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Und dann kann man jetzt hier mal natürlich ein kleines Format schaffen, wie zum Beispiel hier haben wir eine erste Szene, zack. Und wir können jetzt hier auch entsprechend dann nochmal alles einfärben, in das HMS-Rot zum Beispiel, dann den Stuhl einfärben. Und dann können wir hier mit Charakteren zum Beispiel arbeiten oder auch natürlich hier kleinen Strukturen, Formen, Sprechblasen. Können hier entsprechend dann das einfach per Drag and Drop reinziehen. Zack. So. Und was immer dann diese Infografik zu bedeuten hat. So, hier ist auch nochmal das Auto von heute, von Christian zum Beispiel. Und das können wir jetzt hier auch entsprechend multiplizieren und können daraus entsprechend kleine Storyboards entsprechend dann hinzufügen. Wir können entsprechend auch neue Zellen hinzufügen. Ne? Also brauchen wir solche oder brauchen wir so eine Übersicht. All das kann man hier entsprechend dann anpassen. So, und da, je komplexer es wird, klar, ne, umso mehr muss ich dann einloggen. Damit kann man aber sehr geil spielen. Und auch hier wieder, ich freue mich wieder auf kreative Postings mit euren kleinen Storyboards zu Online-Marketing am Morgen oder zu anderen Themen, der Autofinanzierung zum Beispiel oder der Crypto-Invest-Szene. Was hatten wir hier noch alles? Ich weiß es nicht. Ein Tool der Woche tut nicht weh, schreibt Contenterella. Fantastisch. Also, von daher, das war Online-Marketing am Morgen mit dem klügsten und schönsten Chat. Die Zeit ist wieder sehr, sehr schnell verflogen, muss ich sagen, tatsächlich. Es hat mir aber wieder sehr viel Freude bereitet, mit euch gemeinsam hier das Internet aufzuräumen. Unter bit.ly/frag-patrick könnt ihr wie immer eure Fragen loswerden. Und ich freue mich natürlich auch wieder nächste Woche am Freitag, wie jeden Freitag,
um 10 Uhr, wie immer um 10 Uhr, mit euch live und steil zu gehen, mit Online-Marketing am Morgen, mit der Hamburg Media School, mit SEMrush als Supporter und wir machen das Internet zu einem besseren, performanteren, liebevolleren Ort. Und das dank euch, von daher ganz lieben Dank. Ich freue mich auf euren weiteren Input, auf das Teilen dieses Formats. Ihr seid die Besten, ihr wisst, was jetzt kommt, die Grußformeln. Es darf wieder alles dabei sein auf Widerstream. Genau, bis Baldrian, San Francisco, Düsseldorf, Bundesgartenschau. Ich wünsche euch einen fantastischen, erfolgreichen Wochenendsport und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende zum Rebooten. Nächste Woche wird es bei mir auch wieder wild mit zweimal zweitägigen Webinarformaten, Remote, Freitag natürlich, Online-Marketing am Morgen, Freitagnachmittag, ein kleiner Dreh, ihr dürft euch überraschen lassen, wofür und für welches Format und Warrior sagt's, Leute, man streamt sich.